Der Preis wandert seit knapp 7 Jahren, alle 4 Monate. Und ich bin vor knapp 2 Wochen im Fernsehen darauf aufmerksam geworden. Und dann hörte ich adaptives Design. Was ist das? Heranwachsende Studierende sich mit dem Thema Inklusion in Bezug auf Design beschäftigt hat. Und das hat mich dann erstmal neugierig gemacht. Dieses Projekt beschäftigt sich sowohl mit RollstuhlfahrerInnen, aber auch als, sagen wir mal, Klamotten und Design, die einem auch ästhetisch nach außen zum Ausdruck bringt, das ist hübsch, das sieht gut aus. Und der praktische oder pragmatische Aspekt ist, dass RollstuhlfahrerInnen keine Druckstellen bekommen, wenn sie drauf sitzen. Und das ist ganz wichtig. Und aus diesen 2 Gründen habe ich gesagt, sie haben das auf jeden Fall verdient. Wir haben ja aktuell ein Kooperationsprojekt mit dem Arminia Bielefeld, das ist ein Upcycling-Projekt. Und wir hatten halt so eine Auftaktveranstaltung und haben dann halt auch so ein bisschen was zu dem Verein, zur Arbeit und natürlich auch zum Thema Fußball gelernt. Und dann bin ich halt vertieft in die Recherche gegangen und habe halt auch ja gesehen, dass Fußball mehr als ein Wettkampf sein kann und halt auch verbinden kann. Das wären halt Sachen, die nicht verkauft worden sind, die in der Regel ja normalerweise dann geschreddert werden würden oder verbrannt oder halt zerstört werden würden. Und wir haben die halt bekommen, um quasi aus diesen Materialien dann unsere ja, modischen Neuinterpretationen umzusetzen. Deswegen sind meine Sachen dann halt auch größtenteils aus Trikots und halt Schals gefertigt. Ich spiele seit 2020 ungefähr in der Rollstuhlsportabteilung von Arminia Bielefeld, Wheelsoccer. Und genau, da haben die mich dann halt angesprochen, beziehungsweise habe ich mich auch sofort angesprochen gefühlt, weil ich finde, es ist wichtig, dass man eine Stimme bekommt, also dass Menschen mit Behinderung eine Stimme bekommen, wenn es um sowas geht, was halt nicht so normal ist. Also es ist natürlich eine Mode, man kann normal ins Geschäft gehen, aber für uns ist es dann halt irgendwie als Rollstuhlfahrer doch immer ein bisschen schwierig. So ein Kleid von der Stange oder ein Oberteil von der Stange ist halt nicht auf jede Bedürfnisse abgestimmt. Oder jedes Bedürfnis, genau. Zum Beispiel wegen der Trachealkanäle, das ist auch schwierig, obenrum was zu finden. Aber auch wegen der Skoliose oder weil ich kleinwüchsig bin oder so. Also immer sehr verschieden, was so fehlt. Das ist von außen wasserabweisend. Es hat hier auch eine kleine Aussparung, dass man halt auch besser beatmet werden kann. Dass man es halt ganz schnell auch mal den Kopf an- und ausbekommt. Und dazu gehört, sieht man jetzt nicht, ja noch so eine Art Überwurf für ihre Beatmungsmaschine, der halt auch wasserdicht ist. Den hatte ich von innen dann quasi verschweißt. Genau, dass die halt auch vor Regen geschützt ist. Viele Menschen glauben, Behinderung, Stichpunkt Inklusion, ist schwierig. Ist auch schwierig, aber nicht, wenn man sich damit beschäftigt, mit den Menschen. Und das finde ich besonders gut, wenn junge Leute sich damit beschäftigen und mit diesem Verständnis aufwachsen. Und solche Projekte, die müssen einfach sichtbar werden. Und dadurch ist auch die Wanderpartizipationspreisverleihung immer für solche Botschaft, Solidarität und Sichtbarkeit sehr wichtig.